Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher und die ganz Aufmerksamen unter euch haben es sicher schon bemerkt. Sega sagt's jetzt mit brandneuem Intro. Vielen herzlichen Dank und Thumbs up an Roland Renner für dieses cineastische Meisterwerk und tolle Musik auch dabei von meiner Lieblingsband Jinga. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig ausgesprochen. Und übrigens geht es heute um ganz wunderschöne Dinge, nämlich um Fanpost. Ich habe wieder so ein wunderbares Schreiben hier bekommen. Ein dicker Umschlag. Nein, nein, keine Sorge, das ist jetzt nicht das Anwaltsschreiben der Wiener Zeitung und auch leider Gottes kein neues Angebot von A1. Da warte ich immer noch darauf. Nein, es ist ein Kuvert mit dickem Inhalt. Und da weiß ich schon, was es ist. Sicherlich eine Bestechungszahlung eines Unternehmens, das hier gerne bei Sega Sachs auf Sendung wäre. Doch schauen wir mal hinein, was wirklich darin ist. Es ist noch etwas viel Tolleres als ein Bündel voller Geldscheine. Es ist ein Kugelschreiber. Jetzt ist das aber nicht irgendein Kugelschreiber. Nein, das ist die heilige Dreifaltigkeit aller Kugelschreiber. Dieser Kugelschreiber vereint nämlich drei unglaubliche Features in sich. Er kann erstens mit diesem schwarzen Ding da oben, das aussieht wie ein Radierer, aber gar nicht radieren kann, kann er einen Touchscreen bedienen. Zweitens kann er im Dunkeln leuchten, das ist also auch eine Taschenlampe, und er kann natürlich auch schreiben. Das beste Feature dieses Kugelschreibers befindet sich aber auf der Seite. Ich hoffe, Sie können das sehen. Ich komme ein bisschen näher. Hier ist doch tatsächlich in goldenen Lettern mein Firmenname eingraviert. Sega Marketing GmbH. Wow, da will man doch gleich einen haben. Den gibt's heute zum Sonderpreis von 1,99 Euro. Ja, tatsächlich. Und das Messerset bekommen Sie heute gratis dazu, wenn Sie jetzt sofort bestellen. Wobei gerade das mit dem Bestellen ist mit diesem Kugelschreiber so schwer. Ich habe ja sonst 7 Stück von denen. Ich habe noch nie einen bestellt. Und wissen Sie warum? Weil ich müsste eine strafbare Handlung begehen, um diesen Kugelschreiber zu bestellen. Denn man muss ihn mit diesem Bestellformular bestellen. Und zwar zurückfaxen. Das einzige Pflichtfeld der Bestellung ist das Faxfeld. Da muss ich doch heute Nacht erst in das Technische Museum einbrechen und ein Faxgerät stehlen. Liebe Unternehmen, macht doch nicht solche Faxen. Das ist doch heute gar nicht mehr zeitgemäß. Wie viel leichter könnte man heute viele Kugelschreiber verkaufen? Man braucht doch einfach nur einen NFC-Chip hier auf dem Briefpapier einbauen, Smartphone drüber gehalten und schon kann ich die Bestellung aufgeben. Vielleicht kann sogar die Schrift selber eine Augmented Reality Funktion haben und ich brauche kein Faxgerät mehr stehlen oder um es mir vielleicht auszuborgen, um diesen wunderbaren Kugelschreiber zu bestellen. Ja, aber das ist auch eine verdammt gute Nachricht für alle anderen Unternehmen da draußen. Denn solange es außergewöhnlich viele Unternehmen außergewöhnlich schlecht machen, haben Sie die außergewöhnlich große Chance, durch ein bisschen mehr, durch dieses kleine bisschen Außergewöhnlichkeit viel, viel, viel mehr zu verkaufen. Und stellen Sie sich einmal vor, es wäre nicht nur hochtechnologisch und ein guter Kugelschreiber. Stellen Sie sich dann auch noch vor, Sie würden eine kleine persönliche Note reinschreiben, so ein kleiner handschriftlicher Zettel. Wie viel mehr würde das den potenziellen Käufer binden, wenn er mit seinem eigenen Kugelschreiber eine kleine Widmung dabei hätte? Das verbindet das Beste der Alten mit dem Besten der neuen Welt und ist einfach ganz wunderbar. Ganz wunderbar war auch, dass Sie bis zum Schluss dabei waren. Jetzt kommt noch ein Outro und wir sehen uns bald wieder, wenn es wieder heißt, Sega sagt's. See you!